Der Synthi ist cool. Heute wage ich mich an Synthpop im Stil der 80er Jahre. Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Nick Creator, Producer, Musiker und ganz nebenbei auch der Mensch, der am längsten Pro-Member auf meinhomestudio.de ist. Herzlich willkommen. Hallo Paul. Was hast du denn mitgebracht? Also ich habe eine Skizze mitgebracht von 2019 und damit würde ich jetzt nochmal versuchen, einen Song zu produzieren. Mega, mal schauen, was wir machen können. Wollen wir mal reinhören? Können wir machen. Yeah! Das ist eine ganz schöne Melodie hier, ne? Tolle Synthi. Was ist das? Aus Super 8. Ah, mega. Also ich bin ja ein Jugendlicher der 80er und habe die Musik schon damals sehr gemocht. Die Einzigartigkeit der Künstler, die Individualität, das hat mich sehr geprägt. Und im Laufe meiner Musikproduktion bin ich einfach irgendwann auf dem Weg dahin gekommen, dass ich selber gerne diese Musik machen möchte. Ja. Lass uns mal versuchen, hier statt dem G Major 7, also statt dem G9, ein E zu spielen. E-Moll. Das ist einfach der Parallelakkord an der Stelle. Und dem fügen wir die 7 und die 11 hinzu. Finde ich viel eingängiger als vorher. Ich versuche mal einen Bass dazu zu bauen, ja? Okay, ich nehme mal so ein Pattern auf an der Stelle. Das ist lustig, oder? Da haben wir ein bisschen mehr Bewegung drin. Ja, ist richtig gut. Die Lücken sind perfekt. Genau, also diese Sequenzen der 80er, die mag ich total und baue die natürlich auch selber gerne in allen meinen Songs irgendwie ein. Die Drums, die sind prägend. Sie werden immer irgendwie zu hören sein bei mir. Gucken wir uns jetzt mal nur grob von der Komposition den Chorus an. Ja. Ah, es geht die Sonne auf. Oh, schöne Melodie. Am schönsten gefällt mir die Stelle hier. Ja? Da, 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 da. Stark, stark, stark. Das ist echt cool mit den Synkopen, ne? Ja, ist sehr gut. Vor allem, weil auch eine Variation drin ist. In den 80ern habe ich ja mal Akkordeon gelernt und habe mich dann mit einem kleinen Keyboard Mitte der 80er so ein bisschen entwickelt und Anfang der 90er hatte ich dann schon ein relatives Schlachtschiff zu damaligen Zeiten. Das war das Korg X3 mit einem 16-Spuren-Sequenzer. Mega. Und dann habe ich so 2017 hier von Yamaha den Mox F6 gekauft. Ja. Und da war das Interessante, dass es da eine Cubase AI-Version zu gab. Sehr gut. Dann nahm das Schicksal seinen Lauf, weil es dann bei YouTube Möglichkeiten gab, über Paul Marx Media, Holger Steinbrink und dann natürlich mein Homestudio Lehrvideos zu schauen. Und dann habe ich auch den Einstieg gut hinbekommen und konnte mich Stück für Stück entwickeln. Lass uns mal an der Stelle schauen, wie wir die Synthis jetzt ein bisschen aufpusten können. Also wie wir hier mehr reinpacken, was mit den Akkorden spielt. Ah, das ist klasse. Das wird was, Nick. Schön. Ja. Mit den Brass-Sounds, ne? Die sind stark. Absolut. Da geht die Sonne auf. Nicht zu kompliziert, wa? Ja, richtig. Easy like Sunday morning. Ist stark. Mega, ich mag unseren Workflow. Es fließt gerade so richtig. Ne? Es geht ganz schnell. Dafür, dass ich 5 Jahre an dem gehangen habe. An dem gehangen habe, an dem Stand. Jetzt, wo du heute stehst, was würdest du jemandem, der jetzt in die Musikproduktion einsteigt, empfehlen und mitgeben wollen für den Einstieg? Ganz einfach mit einem Minimal-Setup anfangen. Gar nicht die großen Hardware- und Synthesizer-Sachen erstmal auffahren, sondern einfach mit einer DAW, vielleicht Cubase, vielleicht mit einem kleinen Controller-Keyboard, wo man MIDI-Noten erzeugen kann. Gute Kopfhörer vielleicht, die sind ja nicht so verkehrt. Müssen auch ja nicht die große Technik sein. Das stimmt, ne? Das macht das Setup insgesamt übersichtlicher und man kann auch für einen wirklich kleinen Betrag, also mit 500, 600 Euro, ist tatsächlich ein Home-Studio schon so weit ausgestattet, dass alle wichtigen Komponenten
Komponenten dabei sind. Und das war mir in vielen meiner Tutorials auch wichtig zu zeigen, dass das möglich ist, halt mit diesem Basic Setup sehr viel rauszuholen, ja, dass es da jede Menge Möglichkeiten dafür gibt. Okay, ich habe gerade Bock auf Drums. Die sind mir noch sehr im Hintergrund. Die Snare ist noch zu dünn. Ich schau mal, ob wir so eine Lin-Drum-Snare finden. Und dann machen wir hier einfach die fettere Lin-Snare rein. Wo sind wir? Ich sehe hier nichts, es ist alles so dunkel. Das cutten wir mal da. Und hast du irgendwas von Tambourins erzählt? Dann bauen wir uns noch ein Tambourin mit ein. Also, damit kriegen wir doch ordentlich Geraschel hin. Retro-Look. Sehr schön gemacht, sehr schön. Wow, wow. Wow. Yeah. Oh, nicht schlecht. Ja. Passt gut, hört sich gut an. Also mir hat auf jeden Fall ganz besonders geholfen der erste Mixing-Kurs. Es ist schon, glaube ich, 3 oder 4 Jahre her. Ja. Der hat mir sehr geholfen, weil das Thema Mixing ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Oh, und hier können wir was Lustiges machen. Der Gated Reverb heißt ja eigentlich nur, dass wir den Reverb abschneiden. Und das machen wir auf folgende Weise. Wir nehmen den Autopan, synken den mit dem Projekt, setzen den auf Viertel, whoops, und sagen, dass der immer nach der Hälfte des Taktes leise macht. Macht was Schönes, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, mit unserem Low-End zusammen klingt das wie folgt. Nick, du bist tatsächlich unser längster Pro-Member. Du bist von Beginn des Pro-Member-Bereichs an Pro-Member und warst die gesamte Zeit aktiv und hast tatsächlich nach mir die meisten Logins auf der Plattform. Wow. Du hast über 1000 Logins auf meinhomestudio.de. Das möchte ich heute gerne anerkennen und möchte dir deswegen was Kleines tatsächlich als Dankeschön schenken. Bitteschön, das als kleine Begleiter vielen für dich. Vielen lieben Dank, Paul. Ich wusste gar nicht, dass ich schon so oft zugegriffen habe auf eure Plattform und werde es natürlich in Zukunft auch liebend gerne wieder machen, weil die Informationen einfach fachlicherseits und auch menschlicherseits super, super sind. Wow, mein lieber Scholli, ist ja mega. Analog? Das ist ein kleiner Analog-Synthi, mit dem du verschiedene Synthesizer-Key-Sounds aus dem Volca von Korg bekommst. Vielen Dank. Nick hat tatsächlich auch bei ganz vielen verschiedenen Videos Reviews gemacht. Also bevor die Kurse online gegangen sind, hast du die geprüft, hast geschaut, dass alles passt und hast mir Feedback dazu gegeben. Und auch dafür vielen herzlichen Dank. Bitteschön, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Super. Cool. So, finales Durchhin. Wir haben jetzt fast 6 Stunden daran gesessen. Das hier ist das Resultat. Voilà. Richtig schön. Großartig, großartig, mein Lieber. Wie gefällt's dir? Mega, mega. Oh, klasse. Ja, den fertigen Song gibt's inzwischen auf Spotify für euch zum Anhören. Link dazu steht unter dem Video. Da findet ihr zu Nick Creator. Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat mega Bock gemacht mit dir. 6 Stunden Produktion. Cool, dass wir fertig geworden sind. Ich habe mich gefreut und vielen Dank, Paul.
Sehr, sehr gern. Eine wunderschöne Heimreise dir zurück nach Berlin und bis zum nächsten Video. Ihr habt eine kreative Zeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.